Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play World of Tanks zusammen mit eurem Rio. Und ich bin nicht alleine da, sondern ich habe den lieben Aikaramba mit an Bord. Hallo Aikaramba. Hallo Rio. Habe ich dich fast etwas unterbrochen. Ja. Wir kommen aus der neuen schönen Garage von Wargaming. Oh, jetzt habe ich einen richtig schönen Blick gerade aufs Brandenburger Tor gehabt, als du reingedrückt hast. Wahnsinn, das hab ich gefühlt. Ja, das habe ich gerade gefühlt. Der schwappte über, ne? Ja, absolut. Ich habe mir so ein wohliges Gefühl in der Magengegend gehabt und dachte mir so, okay, jetzt musst du drücken, jetzt passt es einfach ideal. Das ist schön. Ja, das freut mich, dass du dieses wohlige Gefühl hattest. Das werden wir auch in Bälde. Wie soll ich das jetzt noch schön umschreiben? In Bälde, wenn wir in Bovington sind, im Bettchen zusammen, werde ich dir dann dich an dem wohlig warmen Gefühl ja, auch teilnehmen danke. Lassen. Super. Ja, das. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Ja, ein Tag über harte Rohre und abends im Hotel. Ein einziges. Gott, was? Nee, also okay, wie gesagt, ich würde sagen, hier so. Warte mal. Mitte? Ja, oben. Sowas. Mitte. Und ich unterstütze erstmal ein bisschen von drüben und schaue dann je nachdem, was passiert. Nee, wie gesagt, okay. Bei Rio auf dem Kanal weiß man schon sozusagen. Bei mir ist das jetzt ein anderes Video, aber wir werden beide nach Bovington fahren und dementsprechend uns da ein Zimmerchen teilen und wir werden ganz viele lustige Videos auch hoffentlich machen. Also von dem her werden wir auch alles mit euch teilen. Und ja, ich denke, das wird auf jeden Fall ein Highlight werden. Ich nehme auf jeden Fall meine Videoausrüstung mit, beziehungsweise meine Kameraausrüstung, mit der ich auch gute Videos machen kann. Also da wird es dann hochwertigen Stuff geben. Oh, Panzer 1C! Nom, nom, nom. Ich habe wirklich, mit dem Cromwell habe ich ein bisschen Angst vom Panzer 1C, weil das Scheißteil ja so eine harte Demage hat. Ich muss aufpassen, die AT ist gut. Also wenn sich die eingroovt, dann... Rio Cut? ja. Okay, Benno? Ja. Wir haben aber noch gar nicht gesagt, was wir heute fahren. Also oh. Wir fahren, ja, das stimmt. Sieht man ja, Cromwell und Cromwell, Cromwell und Cromwell B. Also zweimal die Cromwellen. Die Cromwellen, ist schön gesagt, ja. Ja, einmal die Berliner Cromwelle und einmal die normale britische Cromwelle. Eigentlich sind es beides Panzer, aber Cromwell B, das B steht wahrscheinlich für Gefahr, also für Berlin. Aber ja, gehe ich einfach mal fest von aus, weil ich kann mich nicht daran entsinnen, dass es eine Seriennummer des Cromwells gab. Ich denke auch, so wie du das siehst, sehe ich das auch. Also. Meiner. Oh, wen haben wir denn da? Tatütata. Cromwell. Alter, was geht denn hier gerade ab? Arti hat mich mal erwischt. Pass auf, fahr da bloß weg, da hinten steht noch was. Ein Panzer 1C, der wird dich total, der schießt mit Atombomben. Cheatet der oder was? Nö, ich glaube nicht. Ach, du fährst jetzt da sogar durch? Klar. Okay, Mann, du gehst ja hier risky vor, ey. Ja, jetzt will ich mal performen, ich muss endlich mal mit Leistung glänzen. Du musst endlich mal ein Spiel gewinnen, wa? gewonnen haben wir Gewonnen ja. haben wir alle. Ich habe heute alle Spiele bisher gewonnen, von 5 Stück, aber ich will, aber halt. Du hast ich, halt nichts zu beigetragen. Ich war halt immer nie gut, ja. Komm mal hier hoch. Und geh hart auf den KV-1. Vielleicht krieg ich den noch. Oder vielleicht auch nicht. Panzer 1C, wo fährst du hin? Dicker Max! Guck mal, ich habe einen dicken Max aufgemacht. Da sind wir doch wieder beim Bettthema, oder? Ne? Komm, was, wenn wir mit dicken Max reden? Ja. Ja. Genau. Eigentlich würde ich gerade sagen, du hast jetzt nicht erwähnt, wie du das findest, dass die Panzer sich so ähneln mit den normalen Panzern. Ach so. Das ist ja eigentlich der Grund gewesen, warum ich den Cromwell genommen habe. Es stimmt natürlich. Verzeih mir, ich bin nicht so professionell. Nein, natürlich, ich persönlich finde das selber sehr, sehr gut. Also ich finde es wichtig, dass die Premium nicht besser sind. Ganz essentiell. Aber eben dementsprechend schon schön, dass es einfach Ähnlichkeiten gibt. Und gerade für jemand wie mich, den Cromwell zum Beispiel noch nie davor gespielt hat,
ist es ja besonders cool, dass ich hier gleich so den Cromwell in seiner wahren Pracht auch erlebe, wenn es jetzt nicht ganz doof klingt. Nein, klingt nicht doof. Alles gut. Oh, jetzt ja, brauche ich noch einen Kill. Ich habe gerade mal wieder eine ganz gute Runde mit dem Cromwell. Ich auch. Ich brauche den Kill, ich brauche den Kill. Mach mal. Warte. Bitte. Danke. Gratulation zum Krieger. Jetzt könnte ich dich nur noch erschießen. Ja, mit maximalem Einsatz. Wir waren beide eigentlich relative One-Shots, ne? Ja, ich hätte nicht mehr viel gekonnt, muss ich gestehen. Super. Ja, schön. Ach, Gott sei Dank, endlich eine. Jetzt in der nächsten Runde kann ich wieder verkacken. Dann kann ich wenigstens sagen, schaut sich nur die Runde 1 an. Ja, willst du den nochmal dann fahren? Ja, ich würde sagen, nochmal. Ja, damit wir das voll machen, wa? Ja, dass ich zeigen kann, hier, zack, das war jetzt nicht nur ein. Und ich meine, ich krieg's so gleich auf die Fresse, das weiß ich leider. Ich habe da so ein wohliges Bauchgefühl. Ja. Aber guck mal. Die haben übrigens kein Special Matchmaking, trotzdem kriegen wir momentan nur so eine Matches. Also ist jetzt, glaube ich habe da vor den T-385 Rudi ja gespielt, die Folge habt ihr gesehen. Und das waren ja auch alles Top-Tier-Matches. Und das jetzt auch. Das ist jetzt, glaube ich, die zweite Aufnahme, ne? Ja. Die dritte insgesamt, aber die zweite mit dem Cromwell. Und dementsprechend das vierte Cromwell-Spiel, das wir jetzt haben, und das ist auch, die waren alle Top-Tier. Man könnte meinen, die hätten Special Matchmaking. Haben sie aber eigentlich nicht. Die haben ganz normales Matchmaking. Man könnte meinen, sie hätten ein Specialst Matchmaking. Ein Special Matchmaking. Sowas hier, wie der B4. Man sieht hier übrigens immer Rio mit seinem normalen. Da, und jetzt zoome ich mir auf mich und bam, da ist er. Bam, bam. Ah, ich kann es dir auch nur noch mal sagen, dass ich die Seriennummern ziemlich heiß finde auf dem Panzer. Ja, also ich muss sagen, also wie gesagt, die Optik ist sehr, sehr, sehr schön. Der Cromwell hier ist jetzt ein bisschen wendiger als das Pendant hinter mir. Dafür ist aber meins nicht so genau. War richtig gesagt, oder? Das hast du komplett richtig gesagt. Um 14 Grad ist die Wendegeschwindigkeit bzw. die Drehgeschwindigkeit erhöht. 14 Grad pro Sekunde. Dafür ist er in der Turmdrehung beim Schießen nicht so präzise. Aber der Cromwell an sich ist schon nicht so präzise beim Turmdrehen. Also, das ist fast schon zu verschmerzen. Ich habe Angst, ich bin in der Mitte ganz alleine und es gibt auch nichts, was mir irgendwo den Rücken decken kann. Also ich muss hier im Zweifel agil sein. Weg. Was haben die denn? Die haben eine Su-122. Da ist ein Rüdi. Junge. Das ist ein Chito. Auf den Chito komme ich nicht. Aber der Rüdi kommt auf mich. Da hat ein Grant auf mich geschossen. Wie frech, oder? Aber sowas von frech. Das ist ein Rüdi. Aber da ist noch irgendwas. Da hat nämlich auch noch was auf mich noch weiter danach geschossen. Noch was anderes als der Grant. Ach, wenn das ein Grant war, dann hat der Grant und der Rudy auf mich bei. Ne, eine Su-85B ist da noch. Die hat mich nämlich jetzt auch noch erwischt. Eine Tier 4 und macht halt 200 Schaden. So hart. Da oben ist ein Rudy. Auch noch ein Rudy. So viele Rudys. Wie viel Schaden macht die? 200. Ja. Die Su, die tut weh. Die 85B, oder? Ja. Auch ein Panzer, der ziemlich OP ist, ey. Daneben. Willst du es nochmal versuchen? Komm. Ich spiel mit dir Lotto, Kollege. Komm. Komm her. Er will nicht mehr mit mir spielen. Was? Warum denn? Er fährt weg jetzt. Ne, also ich finde das schön. Also wie gesagt, ich bin abgeprallt, Junge. Diese Idee, dass sie die Premiums jetzt so in das Spiel bringen, ein bisschen verändern, die bestehenden Panzer behalten. Also von dem her. Mein das Segen hat Wargaming dazu gehabt. So. Da ist die Su. Schauen wir mal. Der ging voll durch ihre Panzerung. Was fährt denn da unten lang? Nichts, was ich treffen. Doch!
Eine Su 100. Eine BDR. Ja, komm schon zurück. Komm zurück. Danke. Dann nimmt er mein Munitionslager raus. Mann, Mann, Mann. Panzer selbst verarsch. Panzer selbst verarscht. Sein Panzer, der selbst verarscht. Boah, ist der wie Tontom schießen hier gerade. Naja, leider mit dem Munitionslager nicht so geil. Wuhu. Läuft bei mir. Läuft bei dir. Fett bist du geworden. Ja, ich hab mich richtig hochgefiedert, ey. Habe ich jetzt übrigens auch was von Fiedern gesehen. Ganz schön eklig, solche Fieder. Was? Pädophiler? Nein, Fieder. Das ist so ein Fetisch. Amerikaner füttern ihre Alten, dass sie da ein bisschen fetter werden. Nee, ernsthaft? Ja, voll eklig. Jetzt. Was gibt es? Ja. Typisch Amerika halt. Gut, dass wir nicht nach Amerika fahren, sondern nach England. Richtig. Wobei, die sind jetzt auch nicht für ihre unglaublich ästhetischen Körper bekannt. Nee, das stimmt voll. Die haben ja auch nicht so tolle Nahrungsmittel. Der ging nicht durch. Hab ich gehört. Nee. Außer Jamie Oliver, der kann gut kochen. Oh, der kann, und der ist sympathisch. Vielleicht treffen wir den ja in Bowington. Genau. Vielleicht reitet er auf einer Matilda. Alles möglich. Alles möglich. Reden wir jetzt von der Matilda dem Panzer oder von Matilda der Alten? Nein. Okay. Bei dem Panzer. Alles klar. Oh, der kommt mit einer Gulaschkanone. Auch möglich. Alles, ja, alles mal, möglich. Warum hast du nur mehr EP? Scheiß Premium Panzer. Premium Panzer Noob. Weniger Kills, ey, weniger Schaden, weniger Spotting. Doch, du hast 300 Spotting Damage mehr, aber ja. mehr EP. Ja. Ja, so ist es halt, gell? Ja, macht Sinn. Macht auf jeden Fall Sinn. Ja, Rio, hat mir Spaß gemacht. Schön, dass ich mehr EP bekommen habe als du. Ja. Dann, wisst ihr Bescheid? Würde ich sagen, vielen Dank ans Zuschauen, vielen Dank ans Mitspielen und bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Boykottiert den Grumble Bee.